Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Hearthstone. Ich hatte ja angekündigt, Feier im Leben geht am Wochenende weiter. Wir haben Freitag, ja, Freitagabend, das könnte man schon als Wochenende bezeichnen. Aber ich möchte gerne erstmal etwas, ich sage es mal so, Leichteres machen, nämlich die Herausforderungen, die Klassenherausforderungen, die neuen. Und zwar Krieger. Und Hexenmeister, Krieger, Mist des Todes, fügt allen Dienern einen Schaden zu als Todesröcheln, finde ich relativ stark. Und Priester gegen Zari, ich hätte es nicht anders erwartet, der dunkle Kultist, ein sehr, sehr starker Dreier-Drop. Machen wir erstmal den Priester. Eigentlich müssen wir uns von oben nach unten arbeiten. Und typisch, ich bin am Let's Play aufnehmen. Da kommt schon mal der Gater bei mir auf den Schoß gehüpft. Ich bin gespannt, ob er spielen möchte oder einfach nur kuscheln. Benimm dich oder ich werf dich wieder runter. Oh. Kultist kann bleiben, Gedankenspiele, ja, eigentlich auch, Machtwortschild, ja, auch. Zombiefraß, der macht sich jetzt am Anfang sehr, sehr gut, ist ein starker Einser-Drop halt. Okay, er hat eine Karte verballert. Der Todesröcheln-Effekt hat uns jetzt nichts gekostet. Dann können wir als nächstes den dunklen Kultisten zumindest theoretisch spielen. Dann machen wir einfach auch. Göttlicher Wille kommt natürlich sehr, sehr nice bei Tali. Schild oben drauf. Ah, ein aerobisches Ei. Auch nicht schlecht. 8, 8er in Runde 4. Dein Schicksal ist besiegelt. Da wird er auch mit dem Naxxramas-Schemen nicht viel ausrichten können. Das gefällt mir jetzt nicht. Bis zum Ende des Zuges über einen Minion mit 3 Angriff. Ja, könnten wir natürlich morgen machen, werden wir auch machen. Weil ich möchte nicht, dass der 5 Angriff kriegt. Dann wird er jetzt erstmal verkrüppelt. Der Schemen ist weg. Obwohl, nein, noch nicht. Mein Schicksal ist besiegelt. Jetzt machen wir wieder hoch auf 8-8. Und das reicht. Ich bin jetzt erstmal der Meinung, dass die Priester-Herausforderung keine große Herausforderung darstellt. Eventuell bei anderen Kartenkombinationen, die man auf der Hand kriegen kann, schon, aber so
Nö, nicht wirklich. Eine leicht verdiente Karte. Der dunkle Kultist wird sich in vielen Priesterdecks wiederfinden. Was den inneren Willen auch deutlich stärker macht. Der Krieger. Auch die Karte wird sich wahrscheinlich das ein oder andere Mal in Decks wiederfinden. Warum habe ich den Krieger nicht zuerst genommen? Ich spiele ihn nicht so gerne. Ich spiele ihn ja, aber nicht unbedingt. Garrosh gegen Grabulus. Der Armani-Berserker kommt recht gut. Spalten ist auch okay. Kampf ist gut als Card Draw. Ja, wir fangen an. Ja, ich behalte Spalten. Jetzt habe ich beide Motzekatzen auf dem Schoß. Die motzen noch nicht mal, das ist das Interessante. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhaben. Jetzt sich gegenseitig putzen oder anfangen zu spielen. Der muss auf jeden Fall kommen. Macht einen Schaden an alle Diener. Aero kann ich ordentlich was raushauen. Ah, guck mal, noch mehr Card Draw. Nehme ich doch gerne mit. Greife ich einmal so an. Okay, Katze fängt an zu spielen. Mal gucken, wie lange ich ihr das durchgehen lasse. Die zwei nicht, aber hier Zoben lohnt sich. Jetzt kann ich die Kampfesbrut. Ja, doch, das Deck, das hat auf jeden Fall was. Ja, ich räume ihn lieber jetzt ab, bevor er einen Minion kriegt über seine Giftwolke. Möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ja klar, weil wir so viele Waffen haben. Witzbolde. Können wir zweimal Spalten raushauen und dann das Board frei. Gefällt mir jetzt auch nicht unbedingt. Und ihr beiden, wenn ihr spielen möchtet, ne? Eins. Zwei. So, und jetzt geht's spielen. Da habe ich nichts gegen, wenn ihr jetzt spielt. Der Walk, der einfach recht gut dann durchrennt. Und der Taunt, einfach nur um ihn aufzuhalten. Okay, gefällt mir nicht ganz so arg. Das gefällt mir schon etwas besser. Nudeln war die Rüstung hoch. Der macht mir zu viel Schaden, zumindest in der Theorie. Ja, ich räume ihn auch ab. Ah, tanzende Schwerter. Warum auch nicht? Ach, musste der den jetzt hochbuffen?
hat er denn genommen? Ach, Kaltblütigkeit. Und er hat auf seine Hero Ability verzichtet. Wegen dem Ei. Und dazu fällt mir nur eins ein. Don't like. Ich kann nicht kosten, meine Kriege. Musste er machen. Och nee. Jetzt dreht er das Spielchen um. Ich frage mich jetzt, wie häufig hat er die Schose? Ja, ab dem Zeitpunkt, wo das Ei liegt, setzt er seine Hero Ability nicht mehr ganz so häufig ein. Das war jetzt wahrscheinlich sogar ein Fehler. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Hallo, das dritte Mal jetzt? Kollege, was ist kaputt mit dir? Okay, das Video sollte noch nicht allzu lange gelaufen sein. Ich drehe noch einmal den Krieger. Garrosh gegen Grabulus. Sieg oder Tod. Ja, ein arubisches Ei, warum nicht? Wütender Berserker, auch nicht verkehrt. Toben, jawohl. Sehr, sehr nice. Ja, wahrscheinlich lieber den wütenden Berserker anstatt das Ei. Ja, beziehungsweise anstatt den Krieger. Auch nicht verkehrt. Ja, da kann er natürlich dann anfangen aufzuräumen, wenn er lustig ist. Den kann ich jetzt natürlich auch spielen. Mache ich auch kackendreist. Okay, und er baut kackendreist seine Control auf. Ist okay, damit wissen wir Bescheid. Aber wir wissen auch, dass er sich jetzt zweimal überlegen wird mit dem Angreifen. Bevor er den hochbufft. Das war's. Ah, Biss des Todes. Warum auch nicht? Noch mehr Rüstung. Jetzt kassiert er sich noch mal ein bisschen. Nicht? Okay. Dann kassiert er sich jetzt halt keinen Schaden ein. Toben. Dich möchte ich gerne auf jeden Fall hier liegen haben. Bevor er auf den Trichter kommt zu buffen. Ich kann jetzt natürlich versuchen, ihn abzuräumen. Aber ich lasse es sein. Warum, werdet ihr gleich sehen. Du hast 4 Leben. Mit dir kann ich den hier angreifen.
kriegen wir wieder ordentlich was an Rüstung zusammen. Und ich möchte ihn gerne ein wenig dezimieren. Wir haben genug Rüstung. Benimm dich, Kater. Ja, und damit hat er sich jetzt zwei neue Diener gerufen. Finde ich nicht ganz so toll, aber wir haben 20 Rüstung, wir haben einiges an Leben als Vorsprung. Und das ist nicht so dahingesagt. Spalten, mal gucken, was draus wird. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, es geht. Die Charakter hochheilen. Das gibt nochmal ordentlich was an Rüstung. Na, benimm dich. Das ist mein Kuhstall. Ey. Frechdachs. 22. Ich finde nicht, dass das jetzt unbedingt sehr viel besser aussieht. Abmarsch. Ah, fängt der Saftsack schon wieder an. Und wir haben mal wieder keine Karte auf Hand. Die Kriegerherausforderung kann man jetzt tatsächlich mal als Herausforderung ansehen. 4 Schaden kriegt er mit dem Schwert Naturlement weggenugt. Wir haben aber so viel Rüstung, dass wir jetzt erstmal warten können, was wir kriegen. Ihr seid wieder zu aufgedreht. Geht spielen. Dafür habt ihr einen Katzenminzeball. Wenn man sich einfach mal das Deck angucken könnte, ne? Das wäre sowas von interessant und genial. Komm. Mal gucken, was er draus macht. Oder ob er nichts draus macht. Klar, straight in my face. Spielt da vorne, du auch. Da vorne. Sie können hören. Hey. Ja, und durch die dicken Towns können wir jetzt schon wieder verloren. Ich habe keine Ahnung, ob ich einfach nur keinen Plan vom Kriege habe und wir deswegen dauernd verlieren. Oder ob wir gerade wirklich nur scheiß Karten kriegen. Ich dachte eigentlich, ich bin beim Krieger relativ firm, obwohl ich nicht gerne spiele. Garrosh gegen Grabulus. Was haltet ihr davon, wenn ihr mal dahin geht, wo ihr spielen dürft? Komm, dich kann ich mir wenigstens krallen, obwohl du weniger Blödsinn machst gerade. Spalten später. Kampfesrot später worden bleibt. Klasse, schön an den Hausschuh. Egal. Besser als meine Kabel rauszurupfen. Lepragnom. Das sind 4 Schaden, die wir relativ sicher kassieren. Abmarsch. Genau, gut gemacht. Mäxchen schreibt seine Schwester an, die ich gerade ein bisschen weiter weggepackt habe. Und ganz ehrlich, ich finde das gut. Ja, komm, packe ich den raus. Du
ohne Krallen, bitte, danke. Was natürlich wieder nicht funktioniert. Fügt allen den an. Oh. 4, 5, ja. Ach so, jetzt aber noch nicht. Nee. So kriegen wir auf jeden Fall zwei Karten zusammen. Und jetzt kommt der Todesröcheln-Effekt. Willst du auch abhauen? Gehst du freiwillig? Ja. Ich bin ja lieb und nett und keine Ahnung was, aber bei manchen Situationen kann ich die Kleinen einfach erschlagen. Oder könnte ich sie zumindest erschlagen. Und zwar beide. Naja, man hat sie trotzdem irgendwo lieb. Hä, Swampboost? Womit hast du meine Waffe platt gemacht? Naja, okay. Spallen! Ist okay, damit haben wir noch 3 Schaden da liegen. Das hat sich für ihn definitiv gelohnt. Den Schaden nehme ich ihn ab. 6 kann er jetzt ohne weiteres machen. 6 Leben haben wir noch. Dann heile ich hier erstmal hoch. Da ich nicht möchte, dass er sich zu sehr boostet. Noch ein Schlamm. Naja, Taunt nicht gerade schlecht. Das hat er jetzt gleich 2-mal da liegen. Leider Gottes. Ja, den müssen wir eigentlich irgendwie abräumen. Kann ich natürlich auf 5 hochheilen, bringt uns aber auch nicht zwingend weiter. Sind 10, sind 14 Schaden. Vielleicht haben wir Glück und er lässt sich veräppeln. Einen Taunt haben wir ja nicht. Lieb sein, ihr Zacker. Haut. Okay. Wieder nicht geschafft. Die Katzen lenken mich jetzt momentan zu sehr ab. Gut. Last try. Wenn es jetzt nicht klappt, gibt es für den Krieger ein extra Video. Eventuell auch schon mit dem ersten HC-Tries.
Beziehungsweise Zusammenfassung. Ihr habt euch ja leider noch nicht dazu geäußert, ob ihr möchtet, dass ich tatsächlich die Kämpfe auch aufnehme von HC oder ob ihr da nur eine Zusammenfassung haben möchtet. Hinrichten, ja. Das gefällt mir. Ich habe zwar keine Ahnung, was die so toll an meinen Hausschuhen finden, aber... Okay. Damit haben wir ihn ausgebremst. Okay, nicht ganz so ausgebremst, wie ich es gern gehabt hätte. Das war mein Fuß. Lass los. Mich dauernd verwirren müssen. Das machen die gefühlt mit Absicht. Kann ich den angreifen? Not Dolomon, not Gargoyle. Ja, der hält ihn wenigstens auf. Und der Gargoyle stirbt nicht so schnell. Schlickspucker, ja, danke. Auch gut. Dann mache ich das jetzt so. Hau ihn da jetzt einmal weg. Mit so einem Einser kann ich nämlich recht gut umgehen. Ihr habt hier in der Ecke nichts zu suchen, wenn ich am Let's Playen bin. Schon mal gar nicht, wenn ihr spielen wollt. Ab. Arsch. Ich bringe denen das noch bei, was Abmarsch bedeutet. Und wenn es das Letzte ist, was ich in deinem Leben tue. Ja gut, ihn hätte ich vielleicht eher spielen können, sollen, müssen. Einfach damit wir noch eine Karte dazu ziehen können. Naja. Buff mich einfach so hoch. Klack. Klack. Das kann ich nicht tun. Du darfst nochmal angreifen. Mit dem einen Schaden kommen wir nicht sehr gut klar und können dann Toben draufpacken. Sichere 2-2er, die er sich da einheimsen möchte. Ich kann nicht mehr warten. Kostet meine Kraft. Das Spielchen will ich aber nicht mitmachen. Tod schon wieder. Werde ich jetzt auch nicht mitmachen. Garrosh ist eigentlich immer noch recht stabil dabei. Jetzt könnte der Geräusch, jawohl, war zu erwarten. Sieht aber im Moment nicht so schlecht aus. Drei Schaden kassieren wir, die nehme ich in Kauf.
nerubische Ei. Wo alle Diener jetzt einen Schaden gekriegt haben. Toben. Und hochheilen. Jetzt wird er sich überlegen, was er macht. Gut, er hat jetzt zwei Minions, aber mit beiden kann er nicht angreifen. Unbedingt die schlechteste Wahl. Erstmal Kampfeswut. Zwei Karten ziehen. Wir haben zweimal Spalten. Und genug übrig, um noch was zu machen. Ihn hätte ich gerne weg. Mach ich so. Und jetzt erweist er sich wie Gold. Wir greifen nicht nochmal an, weil ich nicht möchte, dass er neue Minions kriegt. Ja gut, hat er trotzdem eins gekriegt. Einen von beiden wird er abräumen. Ich glaube nicht, dass er in my face geht. Ja, das war mir eigentlich sogar schon klar. Dann opfere ich ihn und hole mir einen 4-4er. Dich packe ich noch drauf, einfach wegen Card Draw. Damit haben wir schon mal die ersten Erfahrungen mit der Klassenfähigkeit gesammelt. Auf jeden Fall schon mal. Ich hau alle drauf. Wenn jetzt nichts mehr schief geht, haben wir ihn. Und ich brauche doch keinen extra Part machen. Bin ich ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt. Jawohl, wir haben ihn. Just for fun, nochmal Kampfeswut. Ups. Oder geht der Schuss doch nicht? Nein, der Schuss ging nicht nach hinten los. Wir haben ihn. Und damit haben wir den Biss des Todes auch freigeschaltet. Super. Ich hatte es eigentlich nicht mehr zu hoffen gewagt. Dann kümmern wir uns im nächsten Video um die HC-Bosse und um euch nicht zu spoilern, werde ich jetzt nicht auf Wählen gehen und mir die Fähigkeiten angucken. Das dürft ihr euch dann selber angucken. Die werde ich euch auf jeden Fall einzeln vorstellen. Und schreibt mir ganz wichtig unter das Video Zusammenfassung oder wollt ihr sehen, wie ich mich dadurch quäle. Weil es wird wirklich ein Gequäle werden, da gehe ich ganz arg von aus. Ich danke für euer Interesse und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Hearthstone. Danke, bis dann, ciao.